Hallöchen! Catrice bringt eine neue LE auf den Markt und diesmal ist es eine LE, die ich wirklich cool finde, denn sie ist leicht orientalisch und wird Nomadic Trace heißen und das soll ganz ans Orientalische erinnern, an die Savanne, an Sonnenschein, Hitze, Bronzetöne. Das wird wirklich super schön sommerlich werden und wird im Mai auf den Markt kommen. Das Ganze ist von der Fashion Show ein bisschen abgeguckt. Es war dieses ganz orientalische und doch der lässige Look, der das Ganze widerspiegeln soll. Das heißt in Bronzetönen, in hellen Rottönen, Orange, goldschimmernde Töne. Also alles, was so sich in der Warmfarbfamilie auffällt, bis auf das elektrisierende Blau, das mit dabei sein wird. Das Ganze werden Puderlidschatten sein und sollen an die aufgehende Sonne erinnern. Sprich, da sind viele Goldschimmer drin, ist also nichts Mattes, nichts für die Leute, die gerne matte Töne auf den Augen tragen, sondern es soll wirklich schön den Glow aufs Auge zaubern und ist eben mit ganz vielen Goldsplashes versehen. Die Farben werden sein Wonderlux, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und Savannah's Gold. Dann gibt es zwei Eyeliner. Und dann gibt es Eyeliner-Pens, die sollen super leicht und präzise sein, sind in einer Gel-Konsistenz, aber in einem Stift wohlbemerkt. Und mit dem soll man wohl sehr präzise Linien machen können, Muster, orientalische Muster aufs Auge zaubern. Und die wird es in zwei verschiedenen Farben geben. Einmal in ein Nearly Black und das schätze ich, dass es so ein braun-grau-schwarz sein wird. Zumindest sieht es auf den Pressefotos aus wie ein grau-braun-schwarz. Und ein elektrisierendes Blau. Und das Blau interessiert mich wirklich sehr. Also da bin ich gespannt, wenn ich es auf meinem Handrücken swatche, ob es metallisch ist oder ich habe da so meine Vorstellung. Ich hoffe, es kommt dem sehr, sehr nahe. Dann, wie in jeder Sommer-LE, wird es natürlich einen Bronzer geben. Und dieser hier wird matt sein. Was ich persönlich für mich total gut finde, denn diese ganzen... Ich mag zwar Glow im Gesicht, aber als Kontur möchte ich kein Glow haben. Und daher denke ich, dass dieser... Blush super gut sein wird. Ich weiß, dass H&M auch einen Blush hat, der matt ist, was ich sehr... Bronze hat. Der ja total geliebt wird, weil er eben keine Glitzerpartikel hat und auch so kein großes Klimbims drumherum. Und ich schätze, dass die Farben sich ziemlich ähnlich sein werden vom Auftrag her. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, denn ich werde mir den von H&M auch noch besorgen und den werde ich mir jetzt definitiv auch anschauen. Dann zwei Sachen, die ich total gut finde. In diesem Sommer sind ja Rottöne auf den Lippen total angesagt und somit wären wir jetzt auch bei den Lippenprodukten, beziehungsweise bei zwei Lippenprodukten, die in einer Chubby Stick Pen Form kommen werden, in zwei verschiedenen Rottönen. Das eine ist ein knalliges Rot und das andere ist so ein leichtes orange gehende Rot. Und das sind ja zwei Farben, die diesen Sommer total trendy werden sollen. Und diese beiden Farben sind matt und passen perfekt für mich in die Jahreszeit rein. Wie sollte es anders sein? Nagellacke dürfen natürlich auch nicht im Sommer fehlen und hier werden es vier verschiedene Farben sein in einer gelartigen Konsistenz, beziehungsweise zwei von denen werden in einem Glanz sein und zwei im Matten und auf die Matten bin ich wieder mal sehr gespannt. Die glänzenden sind für mich von der Farbe einfach super spannend. Deswegen kann ich es da entschuldigen, dass es doch wieder glänzende sind, was ja irgendwie Standard ist. Aber weil die Formulierung bzw. die Glitzerpartikel darin so schön sind, denke ich, könnte es dem einen oder anderen gefallen. So, wie in jeder LE gibt es natürlich immer ein Goodie und hier ist dieses Goodie diesmal wirklich cool, finde ich zumindest, denn es ist ein Tattoo-Pen, sprich nicht so wie man es kennt, dass man ein Tattoo sich irgendwo aufmalen kann. Nein, es ist ein Tattoo-Pen in Art eines Stempels und es hat leider auch nur die Form eines Unendlichkeitszeichens, aber das ist ja... genau das Spannende daran, denn viele Leute wollten sich das, die ich kenne, dieses Tattoo stechen lassen. Und ich glaube, dass das eine coole Alternative ist, dass man es eben nicht stechen lassen muss, sondern erstmal gucken kann, gefällt es mir überhaupt? Ich werde ihn mir definitiv anschauen, obwohl ich echte Tattoos habe, aber ich finde es ganz schön, wenn man eben so kleine Tattoos an den Fingern vielleicht hat, einfach, die man sich wieder wegmachen kann. Und daher denke ich, dass dieses Goodie total cool ist für den Sommer und dass einige sich das holen werden. Den Stempel, muss ich dazu sagen, darf man sich nur auf eine saubere, getrocknete Haut machen und kann mit einem Make-up-Entferner super schnell wieder entfernt werden. Ob er wasserfest ist, da bin ich noch gespannt. Das stand da nämlich jetzt nicht drin, aber gerade wie ich meinte, wenn ich es an die Hände machen möchte, wäre es schon cool, wenn es wasserfest ist, sonst müsste ich diesen Pen ja überall mit hinschleppen. Aber wir sind gespannt und werden sicherlich erfahren demnächst in Reviews und ähnliches, ob er denn das ist, was ich mir vorstelle.
Ja, Mädels, das war's auch schon mit der Ellie. Diesmal ist gar nicht so viel enthalten, was ich total erfrischend finde, dass man eben nicht zugeballert wird mit 100 verschiedenen Sachen und 100 verschiedenen Goodies, sondern dass es sehr präzise alles in eine Richtung geht. Und ich hoffe, euch hat das Video wieder einmal gefallen. Und wenn nicht, tut es mir leid, dann werde ich mich bessern. Nein, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich super, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet, damit ich weiß, dass euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein kleines Kommentar unten hinterlassen würdet, damit ich weiß, wie ihr das Video fandet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!